Paseo. Ich bin Anna Kaminski, ich bin die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in Deutschland. Ja, einzelne Sendungen, mir haben damals immer die Pop-Sendungen gut gefallen. Können, welche Musik man hören kann und welche man nicht hören kann, weil das war ja alles reglementiert. Es gab Zeiten, ich habe die nicht mehr erlebt, aber da war viel Musik aus dem Westen verboten. Das sind junge Leute dafür, dass sie die Rolling Stones zum Beispiel hören wollten oder gesagt haben, wir sind Fans der Rolling Stones ins Gefängnis gekommen. Da war das Jeans-Tragen verboten. Und man wollte einfach so leben, wie dieses Lebensgefühl war, was durch die Musik ausgedrückt worden ist. Und ich kann mir vorstellen, die koreanischen K-Pop-Gruppen sind ja berühmt, überall, auch in Deutschland. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, was die verkörpern, auch in Nordkorea Sehnsüchte auslöst. Bei jungen Leuten bestimmt. Also, weil darüber bekommt man mit, wie kleiden sich junge Leute woanders. Man kriegt mit, was gibt es da für Musik. Und oftmals ist die Musik, die in freien Gesellschaften entsteht, die ist auch freier, die ist lebendiger. Ich weiß nicht, ob Sie sich manchmal die staatlichen Inszenierungen von Musikveranstaltungen anschauen. Das Wenige, was man aus Nordkorea sieht und hört, das ist ja schon alles sehr streng, militärisch fast ausgerichtet. Und ich denke, dass in den meisten jungen Leuten ist so etwas wie auch etwas Rebellisches und man möchte lebendig sein. Und für uns damals zumindest war dieses Tor zur Welt, das war die Musik. Und ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Diktaturen sich von Musik, von freier Musik, von freier Kunst bedroht fühlen. Und wenn man sich anschaut, wie Menschen in freien gesellschaftlichen Gesellschaften tanzen oder ja, eben sich frei entfalten und wie das in Diktaturen ist, also wir müssen ja nicht nur nach Nordkorea schauen, wir können in den Iran schauen, wir können überall schauen, wo die Menschenrechte unterdrückt werden und das bezieht sich eben auch auf ganz alltägliche Dinge wie Musik oder Kultur, Tanzen, Leben insgesamt. Einflüsse von außen sind, weil darüber formen sich die Menschen ein Bild und in der Regel, und ich glaube, dass das in Nordkorea gar nicht anders ist, wir in der DDR wussten, wann wir belogen worden sind. Man hat ja gesehen, was im Alltag los war. Und dann hat man in den DDR-Nachrichten gesehen, dass alles super sein soll. Und man hat aber gesehen, dass gar nichts super war. Niemand kann das in einer Diktatur geschehene Unrecht ja ungeschehen machen. Und man kann das nicht mal in dem Sinne entschädigen, weil das ist verlorenes Leben, was diese Menschen haben. Und insofern kann man nur versuchen, dieses Unrecht zu lindern. Einerseits durch ja, Finanzierung, durch materielle Anerkennung, aber andererseits natürlich auch durch gesellschaftliche und politische Anerkennung. Aber solange Diskussionen in der Gesellschaft so laufen, dass ein Teil der Gesellschaft sagt, ja, so schlimm war das ja alles gar nicht. Es war gar keine richtige Diktatur. Das war ja in ein Land, in dem es sich ganz gut leben ließ. Solange diese Diskussionen immer noch bestehen, ist das für die Opfer jedes Mal ein Schlag ins Gesicht. Und wir haben einen großen politischen, aber auch gesellschaftlichen Konsens in Deutschland, dass diese Diktatur aufgearbeitet werden muss, dass sie vor allem in die Öffentlichkeit, ins öffentliche Bewusstsein kommen muss, was da geschehen ist. Und diese gesellschaftliche, die moralische Anerkennung, was an Leid, an Unrecht passiert ist, das kann letztlich dazu beitragen, dass die Opfer sich auch anerkannt fühlen. Aber das ist ein langer Weg und auch wir in Deutschland sind da noch keineswegs dort angekommen, wo wir sagen können, es gibt ein gesellschaftliches Bewusstsein darüber.